Hallo und willkommen bei einem neuen Painting-Tutorial. Wie immer einen großen Dank an Warlord Games Germany und an Vallejo für die Unterstützung dieses Videos. Dieses Mal bemale ich einen Cromwell Cruiser Tank und ich werde euch zeigen, wie man mit einfachen Mitteln gute Chipping-Effekte hinbekommt. Wie auch im Kübelwagen-Tutorial benutze ich in diesem Video nicht nur Vallejo-Farben, sondern einige Farben aus der AK Interactive-Palette. Hier die Auflistung der Vallejo und AK Interactive Farben. Ihr braucht außerdem noch Mattlack und Glanzlack. Nachdem das Modell schwarz chroniert wurde, trage ich eine Schicht Vallejo Hull Red auf. Diese Farbe wird man später bei den Chipping-Effekten sehen. Deswegen ist es wichtig, nachdem diese Farbe aufgetragen wurde, sie mit Mattlack zu fixieren. Ansonsten kann es passieren, dass sie sich auflöst oder abblättert. Nachdem der Mattlack einige Stunden durchgetrocknet ist, trage ich eine Schicht Worn Effects von AK Interactive auf. Durch dieses klare, durchsichtige Medium wird eine besondere Chipping-Technik ermöglicht. Am besten ist es, eine satte Schicht aufzutragen. Nachdem das Worn Effects Medium gut durchgetrocknet ist, beginne ich mit der eigentlichen Bemalung des Panzers. Ich trage einen 1:1 Mix aus Reflective Green und Russian Green auf. Daraufhin folgt eine Schicht reines Russian Green. Den Akzentmix aus Russian Green und Bone White sprühe ich nur auf bestimmte Stellen, vor allem auf die äußeren Ränder der Panzerplatten. Normalerweise benutze ich einen Verdünner von Liquitex, doch hierbei ist es wichtig, einen Verdünner zu verwenden, der keine Bindemittel enthält. Der Vallejo Airbrush Thinner eignet sich hierfür am besten. Auch die grüne Farbschicht gut durchtrocknen lassen. Die Bereiche, wo abgeblätterte Farbe sein soll, zunächst mit einem Pinsel und Wasser ordentlich nass machen. Dann mit einem Zahnstocher die obere Farbschicht abkratzen. Wenn die zuvor aufgetragene braune Farbe mit Mattlack versiegelt wurde, ist sie auch relativ unempfindlich. Trotzdem empfehle ich, vorsichtig zu arbeiten. Zwischendurch benutze ich auch einen Pinsel mit härteren Borsten. Ein Pinsel aus Schweineborsten eignet sich sehr gut. Die Stellen am Fahrzeug, die besonders beansprucht wären, sollten großzügig Chipping-Effekte erhalten. Das Prinzip ist sehr einfach. Durch das Wasser wird das Worn Effect Medium wieder weich und lässt sich mit den oberen Farbschichten abtragen. Wenn das Chippen abgeschlossen ist, das Modell gut durchtrocknen lassen und die Farbschicht mit Glanzlack aus der Dose fixieren. Auch der Glanzlack sollte einige Stunden trocknen. Das ganze Modell bekommt ein Wash aus White Spirit und AK Interactive Dark Matte. Die braune Farbe wird sich in den Vertiefungen sammeln, später kann man die Oberflächen mit reinem White Spirit reinigen.
Beim Reinigen nur ganz wenig White Spirit verwenden und ein Tuch, das nicht fusselt, ist auch von Vorteil. Das Modell wird mit Liquitex Matte Varnish überzogen. Es ist ein Mattlack, der sich gut durch die Airbrush sprühen lässt und ein sehr, sehr mattes Finish erzielt. Mit Black und Natural Steel bemale ich die Werkzeuge. Ölige Schlieren auf dem Rumpf erziele ich mit der gleichnamigen Effektfarbe von AK Interactive, Engine Oil. Es ist eine Farbe, die ebenfalls auf White Spirit Basis ist. Diese Farbe ist durchsichtig und trocknet sehr natürlich glänzend aus. Am besten ist es, wenn man mehrere Schichten hintereinander aufträgt, denn so erzielt man mehr Schlieren. Mit AK Interactive Rust Streaks kann man weitere sehr interessante Effekte erzielen. Durch die für Animalfarben spezifischen Fließeigenschaften verteilt sich die Farbe selbst um die Nieten am Turm. Mit einem breiten Pinsel und White Spirit streife ich über die Nieten und erziele damit einen Effekt von rostigen Schlieren. Auch hier ganz wenig White Spirit verwenden. Es ist wichtig, dass die Oberfläche nicht mit dem Lösungsmittel geflutet wird. Mit einem Schwämmchen und AK Interactive Engine Grime tupfe ich großzügig über alle Kanten des Fahrzeugs. Als nächstes tupfe ich dezent mit Vallejo Black über die Kanten. Dann mit Natural Steel vorsichtig die Kanten akzentuieren. Dieser Schritt differenziert die einzelnen Elemente und definiert die Formen des Fahrzeugs. Mit einem Mix aus Russian Green und Bone White akzentuiere ich einzelne Elemente am Rumpf, wie zum Beispiel die Luken, die Nieten und einzelne Scharniere. So werden diese Teile nicht durch das üppige Weathering untergehen. Zu guter Letzt tusche ich mit Vallejo Burnt Amber Pigmenten und Isopropanol die Ketten und die Räder am Fahrzeug. Und das Modell ist fertig.
Schreibt mir gerne Anregungen, Kommentare und abonniert meinen Kanal. Es werden viele weitere interessante Videos folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.